Und ich will Ihnen gerade verhehlen, was unser Grundprinzip dabei ist. Wer in Deutschland Auto fährt, braucht eine Haftpflichtversicherung. Der braucht sie auch eine anständige Ausstattung, um ihn selbst und Dritte vor Schäden zu schützen. Wer in diesem Land lebt, braucht eine Krankenversicherung, eine anständige Ausstattung. Wer eine Herzoperation braucht, muss sie auch kriegen. Aber, meine Damen und Herren, wir wollen weder bei den Autos eine staatliche Einheitshaftpflichtversicherung, noch wollen wir eine Einheitskrankenversicherung. Weil wir nicht glauben, wenn der Staat das einheitlich macht und vielleicht politisch so genial besetzt wie bei den Landesbanken, dass es damit besser wird für Deutschland. Sondern wir wollen den Grundsatz des Wettbewerbs, der Innovation, der Veränderung mit aufrechterhalten. Wer sie nicht bezahlen kann, muss der Steuerzahler bezahlen. Das ist auch heute so. Wir lassen keinen verbluten, weil er keine Krankenversicherung und kein Geld hat. Dann zahlt das Sozialamt, zahlt der Staat. Aber es muss immer noch ein Mechanismus sein, der bestmögliche Leistung für unsere Menschen im Land erlaubt und nicht Mediziner, Krankenschwestern, medizinisches Personal aus dem Land drängt. Das sind völlig falsche Anreize. Das muss geändert werden. Und egal, wie die Wahl ausgeht, jede neue deutsche Regierung wird die Gesundheitsreform wieder anpacken müssen, weil sie Mist ist. Die funktioniert nicht. Wenn Sie zwei Systeme übereinander stülpen, die nicht funktionieren, Beitrags-, Abwicklungs-, Erstattungssystem der Krankenkassen und noch ein Gesundheitsfonds drüber, nächstes Jahr Zuschussbedarf 12 Milliarden vom Steuerzahler aus dem Bundeshaushalt, kann das nicht billiger werden. Das ist einfach falsch konstruiert.